Liebe Freunde, liebe Gäste, verehrte Damen und Herren, das ist mein typischer Begrüßungssatz. In diesem Fall mal wieder die künstliche Situation, dass wir mutiert sind eher zu einem Aufnahmestudio als zu einem philosophischen Institut, was ja den Beinamen neben Logoi auch den Beinamen hat, Institut für Diskurs. Und heute gibt es eben die Gelegenheit dazu, nicht im üblichen Rahmen eines Vortrags und Gespräch mit dem Publikum, sondern mit zwei sehr sympathischen, mittlerweile sehr vertrauten Damen, Susanne Patzke, Odine Lang, begrüße ich hier sehr herzlich. Wir sprechen über das Thema, was Ausgangspunkt war für die Ausstellung, die seit ein paar Wochen hier präsent ist im Logoi. Es geht um das Thema vom Lesen der Welt, was natürlich sehr weit gespannt ist, aber wir werden versuchen, das einfach im Gespräch einigermaßen einzuengen auf etwas, was eben gewissermaßen philosophisch interessant sein könnte an diesem Thema. Ich richte einfach mal an beide eine Frage, die vielleicht überraschend sein mag. Übrigens schon bei Platon und Aristoteles hieß es ja, Philosophie fängt gewissermaßen mit dem Staunen an. Hättet ihr eine Idee, wenn es zum Beispiel aus welchen Gründen auch immer so gewesen wäre, dass die Welt es verpasst hätte, das Schreiben und Lesen, also die Schrift und das Aufnehmen der Schrift und die Kommunikation über die Schrift zu verpassen? So ähnlich wie man sich überlegen kann, wie wäre denn die Welt geworden ohne Religion? Wenn einfach wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass es einen Gott oder Götter geben könnte. Wie wäre es denn, was hätte uns denn gefehlt oder wäre anders, wenn man gar nicht drauf gekommen wäre? Ach Gott, es könnte ja auch sowas wie Schrift geben. Und man hätte das verpasst. Die Leute hätten einfach miteinander geredet. Geschichten hätte es ja trotzdem gegeben. Geschichten, ja. Hat es ja trotzdem gegeben, die hat man sich erzählt und so weitergegeben, oder? Das wäre eine mündliche und bildliche Tradition. Gab es ja, Australien, Aborigines haben ihre Kultur bis heute ohne Schrift gelebt. Genau. Da geht ein Stück weit Geschichte verloren oder der direkte Zugang auf frühere Epochen, weil es immer die Übersetzung der letzten Generationen gab. Das ist sehr lebendig. Entwickelt sich vielleicht auch, aber ich kann jetzt nicht so gucken, wie Leute vor zum Beispiel 500 Jahren gedacht haben. Den direkten Zugriff habe ich nicht, das würde verloren gehen. Also so ein Stück weit eingebettet in Kultur und Geschichte zu sein. Es würden Beweise fehlen, so, obwohl natürlich schriftlich es auch gefälscht werden kann. Ne, so. Aber wie du schon sagst, man verändert das ja während man erzählt und der Nächste erzählt es weiter, verändert man es ja immer ein bisschen. Und was einmal aufgeschrieben ist, bleibt ja erstmal bis hin zur Fälschung dann oder so, aber bleibt ja so bestehen dann. Ne? Wenn man kleinen Kindern vorliest, die dann manchmal und immer wieder die gleiche Geschichte und dann sagen sie, nee, so heißt das nicht, wenn man anfängt selber zu variieren vielleicht ein bisschen oder ein Wort reinschummelt, das merken die ja. Genau das war, direkt der Bogen zur Philosophie, das war auch das Aufmerken Platons, als zu seiner Zeit eben so die Schrift aufkam und sich etablierte, dass er gemerkt hat, da treffen jetzt zwei Welten aufeinander. Einmal diese verbindlichkeitserzeugende Fixierung über Sprache, also zum Beispiel das typische Beispiel wäre ein Vertrag, Überschrift. Dass man sowas schriftlich fixiert und damit Verbindlichkeit erzeugt. Auf der anderen Seite aber dann natürlich auch gewissermaßen Lebendigkeit zurückfährt und auch erstarren lässt. Wenn jemand sagen würde, du hast das gestern gesagt, dann kann der immer noch sagen, habe ich aber nicht so gemeint und irgendwie ich formuliere es nochmal um. Wenn dann aber einer kommt und sagt, steht aber hier geschrieben und du hast unterschrieben, dann entsteht eine andere Art von Verbindung zwischen den Menschen. Das hat sich historisch natürlich dann über lange Zeiträume erst durchgesetzt. Aber es ist gewissermaßen eine konkurrierende Welt der Fixierung entstanden und damit etwas, auf das man immer wieder zurück sich beziehen konnte, aus jedem aktuellen Anlass heraus, was aber gewissermaßen die Aktualität konterkariert hat.
Du hast damals unterschrieben, das ist dein Testament von damals, und man hätte schon die Idee, dass wenn das in unserer Welt nicht gäbe, wir andere Formen von Verbindlichkeit erzeugen müssten. Also es wäre wahrscheinlich wirklich eine ganz... Mit mehr Zeugen, lebendigen Zeugen, die dabei wären, bei einem Vertrag zum Beispiel. Ja. Dann kam aber etwas auf, oder ich erzähle kurz diese Geschichte, die mich schon ein bisschen fasziniert hat. Das Nobelpreiskomitee hat mal 100 renommierte Literaturwissenschaftler, Exponenten der Literatur, zusammengerufen und gefragt, was ist das wichtigste Buch der Literaturgeschichte? Und dann kann man natürlich noch ein bisschen neugierig, worauf die wohl gekommen sind. Wisst ihr es? Mhm. Ich hätte jetzt die Bibel gesagt. Ja, die Bibel haben sie aber irgendwie nicht genommen, vielleicht weil sie das nicht als dieses so typisch literarische aufgefasst haben. Das sind ja andere Formen von Zeitzeugnissen als so pure Literatur. Aber es war Don Quixote von Cervantes. Und alle reagieren so, dass man zunächst erstaunt ist, wieso das gerade? Und ich vermute, abgesehen von der Qualität des Werkes, wirft ein Licht darauf, auf einen typischen Epochewechsel. Der Buchdruck war ja noch nicht so lange her und dann tauchte etwas auf. Don Quixote versucht ja, das nachzuleben und zu reproduzieren, was er in den Ritterromanen gelesen hat. Und das ist irgendwie eine verblüffende Umkehr, dass auf einmal die Literatur nicht das Leben spiegelt, sondern mit ihm spiegelt das Leben die Literatur. Also die Literatur kriegt auf einmal eine Gewalt, dass die Menschen sich an der Literatur orientieren und nicht mehr einfach die Literatur nacherzählt, was irgendjemand erlebt hat. Sondern das wird auf einmal zum Vorbild. Warum ich das sage, ist so ähnlich wie bei Platon. Es ist auf einmal, die Welt hat sich gedoppelt. Es wurde auf einmal die Welt von dem, was man erlebt hat, und dem, was man fiktional erleben könnte. Ich vermute, dieses Letztgenannte war auch das, was euch am meisten angeregt hat, euch mit diesem Thema Lesen und Literatur und den Gesprächen darüber. Das geht ja nicht nur um das, was man liest, sondern man spricht ja auch mit anderen darüber. Also um diese Welt, die da erzeugt wird. Könnte das sein? Bei mir selbst geht es mehr über den Umweg des Buchs. Des Buchs als Ding, als Kulturgegenstand, der natürlich ganz eng mit dem Lesen verknüpft ist. Also ich kann ein Buch nicht in die Hand nehmen, wenn ich des Lesens fähig bin, ohne zu lesen. Und selbst wenn ich nur flüchtig ein paar Wörter aufgreife. Aber diese Beziehung zwischen Welterschließen und dem Ding als Buch, die lote ich ja in den Künstlerbüchern aus. Das heißt, das Buch kann ganz andere Formen annehmen, das kann Texte enthalten, muss es aber gar nicht. Ich kann mit Bildern sprechen, ich kann die Bilder lesen. Und da kommt wieder noch eine ganz andere Lesart rein. Da ist es nicht das literarische Lesen, wobei das literarische Lesen vielleicht Grundlage der Auseinandersetzung ist, dass ich Texte gelesen habe, die als Zitat mit in das Künstlerbuch reinkommen oder die einfach von der Denkwelt im Hintergrund bilden, dass ich darauf reagiere in Bildern, in bestimmten Formen, in bestimmten Arten, wie das Buch zu blättern, zu öffnen ist und mit dieser Tradition spiele. Also dieses Lesen als Aneignung von Welt ist auf jeden Fall drin, aber es ist nicht in meinen Künstlerbüchern so, dass ich jetzt einen Roman gelesen habe und der Roman dann wirklich direkt wiedergespiegelt wird. Das ist vielleicht noch mal ein anderes Lesen als in den Bildern bei dir. Ja, wobei ich ja auch nicht illustriere, oder auch, aber jetzt in den Bildern, die hier sind, eigentlich nicht illustriere, sondern eher das, was jetzt beim Lesen passieren könnte, mit der lesenden Person halt, das darstelle. Ne? Oder die lesende Person an sich von außen betrachtet, aber eben auch nicht illustrativ zu einer bestimmten Geschichte oder einem bestimmten Roman oder so. Aber gerade, sagen wir mal, eure beiden Beispiele, auch deins, die, gewissermaßen das nochmal deutlich zu machen, es entsteht
mit dem Buchdruck entsteht eine neue Welt. Es ist eben nicht nur die Welt dessen, was da geschildert wird, sondern dass es Bücher überhaupt gibt und dass sie sich gewissermaßen so als ein Phänomen unseres Welterlebens sehr dominant machen. Also für die meisten Menschen spielt Lesen eine ganz große Rolle. Können sich ihr Leben gar nicht vorstellen ohne Lesen. Und dass das natürlich jetzt nicht nur eben das Sklavische an den Buchstaben hängen ist, sondern es ist eine eigene Erlebniswelt, einschließlich der Materialien, einschließlich der Illustrationen. Es ist etwas ganz Eigenes, was gewissermaßen die Welt aus sich heraus geboren hat. Und das kann einen schon so in Erstaunen versetzen, wie wir uns gewissermaßen aus unserem Erleben heraus ganz eigene Welten neu gestalten. Und das merkt man natürlich an den Medien heute auch, also an allem, was wir jetzt so zusammengefasst mit Internet verbinden und Digitalisierung. Das ist natürlich wieder eine ganz eigene Welt, die wahrscheinlich dann auch an eigene Anschauungen aus sich heraus hervorbringt, also eine eigene Ästhetik gewissermaßen. Wo würdet ihr denn... Wenn man jetzt sehr pessimistisch wäre und würde befürchten, dass das Lesen abgelöst wird durch andere, nennen wir es mal Lesarten der Welt, also über die digitalen Medien. Wenn das, was wir mit Lesen verbinden, also Bücher, Romane, wissenschaftliche Texte, also typisch Texte eben, ne? Wenn das abgelöst wird durch Effekte, die über die digitalen Medien erzeugt werden. Hättet ihr eine Idee, wie sich das untergründig auswirkt? Also ich denke, wir haben hier zwei Aspekte. Das eine ist das Papier als Träger von Ideen in Buchform. Und das, wenn es um die Ideen geht, das lässt sich ersetzen durch Digitales. Ich kann auch auf dem Bildschirm lesen. Ich persönlich vielleicht nicht so angenehm, ich habe tatsächlich lieber das Papier, aber manche Inhalte, wenn es um Informationsvermittlung geht, funktionieren digital auch. Und wenn es aber als Papier als Träger, Materialität, Haptik, als Kunstmaterial geht, wie bei Bildern oder bei den Künstlerbüchern, das lässt sich nicht so ersetzen. Und da haben wir nämlich zwei Aspekte, also dieses Sinnliche, das lässt sich nicht ersetzen und da wird es auch bleiben. Und da bin ich also auch ganz optimistisch und überzeugt, dass es einen Fortbestand hat. Ähnlich wie Schwarz-Weiß-Fotografie nicht mehr das Alltagsmedium ist, sondern dann in die Kunst rübergewandert ist. Das heißt, die Radierung, die als Reproduktion von Bildern nicht mehr gefragt ist in Büchern, aber in der Kunst sehr wohl nach wie vor existiert, ja. Ganz eigene Qualitäten hat, eigene Anwendungsmöglichkeiten hat und eine Nische hat. Also ich denke, dass Papier und Lesen auf Papierform vielleicht zunehmend ein Nischenprodukt wird, aber ich glaube nicht, dass es komplett verschwindet. Als das E-Book aufkam, da war die Angst ja ganz groß, dass die Bücher an sich Raritäten werden. Und dem ist ja nicht so. Also, das stimmt, Gott sei Dank. Aber ich glaube auch, wie du sagst, ich glaube auch nicht, dass es verschwinden wird. Außer die Papierfischchen fressen alles auf. Dann wohl. Aber sonst, Also was kulturell ja wirklich von Interesse ist, ich nenne das jetzt einfach so als Beispiel aus der Philosophie, dass man beim drüber nachdenken über das, was unseren Geist ausmacht, unser Denken überhaupt und so, dass man eben auch drauf gekommen ist, alles, wie wir denken, hängt auch damit zusammen, dass wir zum Beispiel haptische Vermögen haben, dass wir einen Körper haben und dass wir irgendwie situiert sind in Zusammenspiel mit anderen Menschen und so weiter, dass dieses direkte Erleben letztendlich auch unseren Geist gebiert und aus dem erwächst. Und so ähnlich wäre, wenn man das jetzt überträgt. Wenn man sagen würde, nur das Lesen, nur der Text selber, den kann man natürlich auch irgendwie über andere Medien vermitteln. Aber die Frage wäre, wie ändert sich dann die Welt? Also wenn gewissermaßen
das, wo man sagen könnte, nur drumherum, dass es auf Papier steht, könnte auch auf Karton stehen oder auf Leder oder sonst irgendwas. Und dann später ist man drauf gekommen, nein, das stimmt gar nicht. Dieses Geistige lässt sich nicht einfach extrahieren und auf beliebige Medien überspielen, sondern das Medium ist auch etwas, was mich mit der Welt verbindet. Also zum Beispiel würdet ihr wahrscheinlich auch sagen, Lesen selber ist viel mehr als nur ein Text aufnehmen. Es ist mit Körperhaltung verbunden, es ist mit Erzählweisen verbunden, mit inneren Stimmungen verbunden, mit Formen der Verarbeitung, die sich nicht einfach, wo man sagen kann, dann nimm doch den Text und lass ihn auf dem Bildschirm abspielen. Dadurch würde sich, auch wenn das erstmal gar nicht so bemerkt wird, aber es würden sich die Dinge kulturell verschieben. Und das ist gewissermaßen das Interessante auch, wo man dann umgekehrt fragen könnte, was ist es eigentlich, was das Lesen als Lesen wirklich und nicht nur als geistiger Prozess, also nicht nur als Textverarbeitung, was ist das, was das Lesen eigentlich in die Welt setzt und wie es die Welt aus sich heraus gestaltet? Also gewissermaßen eine Phänomenologie des Lesens, was ist eigentlich so der Wesensgehalt dessen, wenn wir lesen, erzeugen wir ein bestimmtes Verhältnis zur Welt? Ne? Also zum Beispiel eine typische Form, es kam auch in eurem Interview mit Frau Reichelt, was ich sehr interessant fand, kam auch Zurückzug. Ne? Wir ziehen uns irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise zurück aus dieser Welt und lassen andere Welten auf einmal uns überfluten, dominant werden, uns bestimmen, Stimmungen erzeugen, die wir in der normalen Welt so wahrscheinlich gar nicht hinkriegen würden. Ne? Typische für Jungen noch wahrscheinlich mehr als für Mädchen damals Karl-May-Sachen. So. Da wurde damals, war zumindest so vermittelt, wer ein Junge ist, muss auch Karl-May gelesen und haben. Uns hat es meine Schwester gelesen. Ja. So, und dann wollte jeder schon mal... Und dann wollte jeder schon mal Old Shatterhand sein oder sonst was. Und dass gewissermaßen diese andere Welt, die typisch ist für den Menschen, dass er weiß, es gibt andere Welten, weil er einfach merkt, andere leben in anderen Welten. Old Shatterhand. Ja, dann, Reisen mit dem Buch kann man ja auch. Genau, also sowas. Also nicht nur auch in Tatsachengebiete, sage ich mal, in existierende Gebiete. Ich meine, wenn ich japanische Geschichten oder japanische Märchen lese oder so, habe ich ja auch ein Stück weit von der japanischen Kultur dabei. Genau. Und kann ja auch noch darüber was erfahren, jetzt ohne da gelebt zu haben. Aber nicht nur, also aber erfahren in dem weiteren Sinne. Nicht nur lesen, wie es dort zugeht, sondern man versetzt sich rein. Ja, man ist ja drin da. Ne? Und das ist ja auch ein bisschen gewissermaßen euer Zusammenspiel, dass in deinen Werken auch rauskommt, wie Bücher als Bücher, als Kunstprodukt, wie die eine ganz eigene Wirkung erzielen. Also von Geheimnissen, ne? Ja, so etwas. Es sind irgendwie so diese, wenn man ein Buch aufschlägt, geht man in eine andere Welt. Natürlich, wir kennen das ja, man kann sich ganz schnell wieder zurückbinden, ne? Irgendein Telefonanruf oder so und man ist wieder in einer anderen Welt, kann aber dann ganz schnell wechseln und geht wieder in seinen Roman hinein. In dem Interview, das er geführt hat, kam dann ein Gedanke, der eben an diesen Stellen auch immer kommt und ich kenne auch Beispiele, wo das so ist. Es könnte auch verführen zur Weltflucht. Also wenn man die wirkliche Welt, so trivial wie sie eben dann oft ist und wenig erheiternd, aus der kann man herausgehen und sich in Abenteuer stürzen, die man gewissermaßen selber sich nie zumuten würde. Ne? Bestimmt gab es doch auch mal eine Zeit, weiß ich jetzt nicht, aber gab es doch auch mal eine Zeit, wo gewarnt wurde davor. So ähnlich wie vor Filmen, vor Fernsehen, vor Computer jetzt. Und, dass und, jede Zeit irgendwie so ihre Warnung hatte, immer wenn was Neues kam. Genau. Dann war es halt gefährlich in irgendeiner Form. Und vielleicht waren so Frauen ganz insbesondere. Ja, ja genau, Romane, was ganz Schlimmes. Ja, genau. Revolution im Kopf. Oder attraktive, anziehende Männer und irgendwie auf einmal denkt die mehr an den im Buch als an den eigenen Ehemann. Ne? Mal gar nicht so sehen, aber neulich zum Jubiläum, als über Pippi Langstrumpf, Astrid Lindgren geredet wurde, Identifikationsfigur und das erste Mal eben eine Abenteuergeschichte, die nicht nur für Jungen oder nicht nur genau, für Mädchen ein Mädchen, was alles kann. Und deswegen ja auch so gefeiert und
Ja, genau, ja, allgemeingültig. Über Generationen. Über Generationen als Identifikationsfigur, andere Lebensformen. Und für Jungs und Mädchen. Also beide, wie die Langstrumpfhose für beide. Ja. Was ist denn aber, wenn wir das mal ins Negative wenden, dass man merkt, über diese Art von alternativer Gestaltung der Welt kann man natürlich Entgrenzungen auslösen, die auch gefährlich sein können. Also zum Beispiel, wenn man über gewalttätige Dinge liest. Bei Pippi Langstrumpf würden alle irgendwie wohlwollend zustimmen. Aber dann gibt es ja auch Literatur, die ist brutal, die ist irgendwie grausam. Und wenn jetzt der Attentäter in Trier sagen würde, ich habe das irgendwie aus der Literatur oder so, dann merkt man, dass natürlich Eltern auch darauf achten, was ihre Kinder lesen, weil sie merken, es hat doch irgendwie, es kann so eine Eigendynamik kriegen, was man liest und in welche Art von Welt man sich dann versetzt. Und woran man sich orientiert. Und das ist vielleicht der Aspekt, dass wir ja nicht nur ein Buch lesen und wenn wir ein Gewaltverherrlichendes dabei haben, vielleicht durch andere Lesarten auch besser kompetent werden in der Einschätzung, was vielleicht nicht passend ist. Mhm. Ich denke, das Lesen und Bildung sind ja sehr verknüpft. Ja. Und Kulturen, wo viele Menschen gelesen haben, sind weiterentwickelt, haben sich entwickeln können, auf eine höhere Stufe haben, Erfindungen gemacht, haben das Leben verbessert und das ist deswegen werden Bücher ja verboten in manchen Diktaturen. Genau, genau, den Gedanke hatte ich jetzt auch. Es ist kein Wunder, dass Diktaturen, das war ja noch in der DDR auch so, dass eben eine Reihe von Literatur verboten war, ja, weil man Angst davor hatte, dass das irgendwie zu einem Reizmodell werden könnte, also Anreizmodell gewissermaßen werden könnte, dass es irgendwie auf einmal eine andere Welt gibt. Ist wirklich zu unterstellen, dass das so eine nachhaltige, verändernde Wirkung hat oder ist es nicht so, dass die Menschen schon wissen, wir leben in dieser Welt und müssen da auch irgendwie mit einem gewissen Realismus drauf gucken und das andere ist Fiktion? Oder könnte sich das doch vertauschen? Ich glaube, dass sich manches verändern kann. Jetzt nicht irgendwie innerhalb von einem Monat oder einem Jahr vielleicht, aber ich denke schon, dass Literatur auch die Möglichkeit hat, wenn es weiter verbreitet wird und die Möglichkeit da ist, das zu lesen und das weitergegeben wird, dass es schon auf Dauer was ändern kann. Ich hatte da zum Beispiel letzte Woche irgendwie gehört im WDR, da ging es um Charles Dickens und die Weihnachtsgeschichte und dass seitdem eigentlich Weihnachten eher so eine Familiengeschichte ist. Und das war vorher gar nicht so. Also dass es seitdem dank auch seiner Geschichte so für die Familien wichtig wurde und wir das so feiern, wie wir es heute feiern. Das ist eben ein Schwerpunkt für Familie, ist nicht so religiös der Schwerpunkt eigentlich, wie es vorher war. Und das ist ja schon eine Veränderung des Buches, oder? Also ich würde sowieso einen Schritt zurückgehen und sagen, unsere Kultur ist derart durch das Lesen und durch Schriftkultur geprägt seit 500 Jahren. Das ohne nicht geht. Dass ich jetzt gar nicht auf diesen kleinen Abschnitt gucken würde, hat sich jetzt, oder verändere ich mich, weil ich jetzt ein paar Bücher gelesen habe, oder verändert sich jetzt eine Schulklasse, weil sie ein paar Bücher gelesen haben, sondern es ist eine stetige Entwicklung und die ist seit Generationen mit Lesen verbunden und verändert sich weiter und sie verändert sich mit dem Lesen. Und zwar vielleicht nicht durch ein einzelnes Werk, wenn es gut läuft, vielleicht schon mal, aber im Prinzip durch diese gesamte Kultur des Lesens. Und da gibt es viele kleine Bausteinchen und ich weiß gar nicht, ob... Also ich könnte zum Beispiel kein Buch benennen, wo mich jetzt das eine Buch sehr verändert hat. Aber ich fühle mich eingebunden in diese ganze Buch- und Schriftkultur. Ja, aber dass zum Beispiel Themen, die einen interessieren, dass man darüber auch vielleicht durch ein Buch kommt oder gekommen ist, das ja schon. Das kann ja über die Schule gehen, aber auch so im Privaten, je nachdem, was man, also, was man da gelesen hat. Und wenn es einen gerade juckt und gerade, dass man sich dann noch mehr dazu sucht auch, noch andere Literatur und das dann dadurch vertiefen kann und dadurch auch eine Veränderung erfährt, weil man ja viele Gedanken von Schriftstellerinnen und Schriftstellern mitbekommt und darüber wieder nachdenken kann. Also, das bringt mich jetzt auf diesen
bemerkenswerten Titel, der hat ja irgendwie so eine Ambivalenz vom Lesen der Welt, weil es gibt ja irgendwie so ein Genitives, Objektives und Subjektives. Also lesen wir die Welt oder die Welt liest. Das ist ja in dem, ne? Die Welt vom Lesen der Welt, das wäre die Welt, wäre gewissermaßen das Subjekt, die liest. Oder man liest die Welt, dann wäre sie das Objekt. Und das wäre eben gewissermaßen philosophisch einer der interessantesten Punkte, wodurch entsteht der Einfluss von Literatur. Wenn man jetzt mal überlegt, was man reizvoll findet, muss natürlich irgendwie auch der Welt entsprechen in Form von einer Neugierde oder Offenheit für das Thema. So, ne? Nicht alles wird irgendwie gelesen, sondern irgendwie unsere Lebensform selber selektiert auf eine bestimmte Art und Weise, was ist interessant und was ist nicht interessant. Und umgekehrt erzeugt dann die Literatur selbst wieder eine Welt, in der bestimmte literarischen Themen interessant sind. Also wie dieses Zusammenspiel von was macht die Welt zu ihrem Thema und wie werden die Bearbeitung der Themen verändert wiederum die Welt. Also wie dieses Zusammenspiel von Kultur und Realität, wie das dann wirklich funktioniert. Also, ne, denn es gibt ja viel Geschriebenes, das kommt gar nicht irgendwie groß zur Geltung. Ja, Bücher andere Dinge kommen 20 Jahre später. Ne, andere, ja, auch, ne? So auch. Ja. Und es muss irgendwie in die Zeit passen, eine bestimmte Art von Themen, eine bestimmte Art von Aufbereitung der Themen, die dann aber wieder die Zeit verändern. Und wie dieses Zusammenspiel, wie man sich das denken kann, das ist natürlich hyperinteressant. Was mich, sagen wir mal, bei diesen Themen immer so ein bisschen auch ein bisschen bedrückt unter dem Eindruck der Social Media ist, zum Beispiel in der Philosophiegeschichte war es klar, wer was schrieb, bezog sich irgendwie lange Zeit so in der Moderne auf Kant oder Hegel und dann guckte man, was Platon dazu gesagt hat. Und dann war das aber so eine gewisse Art von gemeinsamer Orientierung. Ich immer nur auf die alten weißen Männer gucken. Ja. Ja, genau. Nicht mehr was, nochmal, ich habe... immer nur auf die alten weißen Männer. Das stimmt, das könnte. Das könnte sein. Dann, das stimmt natürlich, dass das jetzt Männer sind, aber gewissermaßen die Idee dabei ist eher, dass man überhaupt gemeinsame Bezugspunkte hat. Also auch wenn man jetzt sagen würde, das Wahnsinn, dann wir tauschen das durch Frauen aus oder so, alle gucken, was Simone de Beauvoir geschrieben hat. Ja, aber 2000 Jahre davor ist diese Denkgeschichte und Schreibkultur überwiegend natürlich männlich geprägt gewesen. Und Simone de Beauvoir steht auch auf dem Sockel oder einer Tradition, die durchaus auch männlich geprägt war. Und dass das aufbricht und andere Sichtweisen mit reinspielen und sich vermischen, das würde ich jetzt nicht als Untergang des Abendlandes ansehen. Ich auch nicht. Ja, im Gegenteil, ich finde es jetzt sehr viel spannender, sehr viel positiver und viel mutmachender, auch was die Gleichberechtigung angeht zum Beispiel oder was die Mädchen angeht auch jetzt. Das ist einfach, dass man viel mehr mitbekommt, was in einzelnen Ländern auch was von den Frauen dort ausgeht, ne? Und was es da gibt und an Möglichkeiten und Denkansätzen und so. Und doch, ich finde schon in meiner Schulzeit, wir haben in der Schule nur Autoren gelesen. Da war keine einzige Autorin dabei, ja? In all den Jahren nicht. Und bei der Kunst war das ganz genauso. Wir hatten nur Künstler als Beispiele. Keine einzige Künstlerin. Das mag jetzt ein bisschen anders sein. Paula Muttersohn-Becker kommt bestimmt im einen oder anderen Unterricht mittlerweile vor oder so, ne? Aber das ist immer noch sehr beschränkt. Und ich denke mal, da haben wir jetzt viel mehr Chancen durch die Möglichkeiten des Internets und eigentlich auch der Schnelllebigkeit. Das, wo ich dir recht geben würde, ist so dieses, dass man auch immer mal gucken muss, an welchem Punkt man vielleicht abbremst mal oder mal ein bisschen verweilt auch. Also dass man nicht so zack, zack, zack springt, sondern sich auch vertiefend mit vielleicht einer Person, ob nun männlich oder weiblich, egal, beschäftigt. Mhm. So, das schon, ne? Das war früher sicher anders, weil
man eben die paar hatte und an denen hat sich jeder erstmal abgearbeitet, bis er dahin kommen durfte, dass man selber Gedanken äußern konnte. Ich sehe es eher positiv. Es geht ja gerade um die Fixpunkte, ne? Das ist also für den Diskurs so gemeinsame Ausgangspunkte gibt, Werte, an denen man sich orientiert in der Diskussion. Und vielleicht verschiebt sich das ein bisschen mehr zu Themen, dass man also weniger bestimmte Positionen, bestimmte Personen hat, sondern dann eher thematische Räume eröffnet. Ja. Das wäre, finde ich, ja durchaus ein Zugewinn. Ja, auch interessant, also wir sind ja im Grunde genommen pluralistisch orientiert, allein aus Demokratiegründen, dass es eben verschiedene Meinungen gibt und kulturell eben auch verschiedene Strömungen. Die letzten Jahre war es ja nur so, dass wir gemerkt haben, da entstehen auch oder brauen sich Dinge zusammen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Also ich nenne jetzt mal so AfD, irgendwie so Nazi-Gruppen und so weiter, dass da auf einmal in diesem pluralistisch aufgefächerten Raum auf einmal auch solche Dinge entstehen, von denen wir vorher haben wir gar nichts von gemerkt, wo spielten sich das überhaupt ab. Und das war eben vorher dadurch, dass dieser öffentliche Diskurs so überschaubar war. Also überschaubar, weil das dann im Fernsehen und in der Literatur und in den Zeitungen sich so gespiegelt hat. Und jetzt löst sich gewissermaßen dieser überschaubare Raum auf und es entstehen so Knotenpunkte, Themen zum Beispiel. Aber die Gefahr ist natürlich, dass das Ganze nicht mehr irgendwie so von irgendwas steuerbar oder überschaubar ist, sondern da könnte was passieren. Also ich will jetzt mal unterstellen, dass wir es alle furchtbar finden, dass die AfD auf einmal einen Zulauf kriegt und wir wüssten gar nicht, woher kommt denn das? Es geht gar nicht darum, welche Partei wie von wie vielen Leuten gewählt wird, sondern dass die Leute sich handlungsfähig fühlen und mit einer bestimmten Bildung an ihr Leben, an ihre Umgebung rangehen. Und da sind Leute, glaube ich, auf der Strecke geblieben, die sich nicht mehr handlungsfähig fühlen, die sich nicht vertreten fühlen. Und da ist das Problem nicht, an welchem Punkt sie ihr Kreuzchen setzen, sondern ob sie ihren Platz in der Welt einnehmen können. Und wenn wir da Chancen beschneiden und Leute abhängen, dann ist das Problem und nicht das Kreuz an der Stelle. Wo wir wieder mit beim Lesen wären und bei der Bildung letzten Endes. Genau, so. Wir hatten ja, also ich kann das ja mal so für meine Jahrgänge, da war das sehr, sehr typisch, dass man einfach davon ausgegangen ist, wenn es mehr Bildung gibt, wenn andere Schichten auch dazu geführt werden, zu studieren, erstmal Abitur zu machen und so weiter. Also wenn gewissermaßen die Gesellschaft kulturell reicher wird, offener wird, diese Rollenverhalten sich auflösen und so weiter, dann entsteht auch mehr Toleranz, mehr gegenseitige Achtung, ein liberaleres Stimmung innerhalb der Gesellschaft. Und jetzt merken wir, so einfach linear ist das gar nicht, ne? Dass man mehr Bildung und die Schüler werden an Literatur herangeführt und dann ging man davon aus, das wird auch die Gesellschaft in sich auf eine liberale Art und Weise und demokratische Art und Weise irgendwie so gestalten und stabilisieren. Und das hat sich irgendwie als ein Irrtum erwiesen. Ich glaube jedenfalls, dass alleine nur jetzt mehr Bildung in Form von Abitur und Studium wirklich nichts nützt, um die Demokratie zu erhalten. Ja, meine Befürchtung ist ja eher nach dem, was ich gesagt habe, dass zum Beispiel so Räume wie hier, dass da Menschen kommen, die sind sowieso schon aufgeschlossen, neugierig, die wollen irgendwie in Austausch mit anderen, sind eben liberal, nachdenklich, reflektiert in vielerlei Hinsicht, dass aber diese Räume dann für manche anderen gar nicht, die haben auch gar kein Interesse, dahin zu gehen, was hintergründig meines Erachtens auch mit Lesegewohnheiten zusammenhängt. Also ich gehe mal davon aus, dass Kinder, die dahin geführt werden, zu lesen und eben auch sich in diese Stimmung des Lesens und diesen ganzen Habitus und diese Art von Welt, die sich da auftut, reinbegeben,
dass die auch die Ruhe dafür haben, sich zum Beispiel in ein Thema zu vertiefen. Und die Befürchtung, ganz genau weiß man ja nicht, wie das wird, aber die Befürchtung ist, dass diese schnellen neuen Medien das unterminieren, aushöhlen, also so diese Bereitschaft, die man beim Lesen braucht, sich auf einen langen Text. Also ich habe ja hier mal mit einem Freund zusammen einen Vortrag über Dostojewskis Dämonen und da habe ich auch gemerkt, puh, 720 Seiten und so. Das ist auf eine Weise geschrieben, die heute nicht mehr in die Schnelllebigkeit, auch wenn man liest oder so, reinpasst. Und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, wie viel Prozent der Bevölkerung sind das denn noch, die sich gewissermaßen dann an solche Dinge heranwagen oder Tolstoi oder Dostojewski oder andere so dicke Bücher, die das dann lesen. Ne? Was du eben zwischendurch genannt hattest, Neugierde, das finde ich nämlich ganz entscheidend. Neugierde zu haben, Neugierde zu wecken. Und wenn ich Neugierde habe und wissen will, dann bin ich auch bereit zu lesen, mich einzulassen oder in anderer Form mich zu informieren. Das öffnet und wir müssen vielleicht nicht gucken, wie wir das Lesen ermöglichen, sondern wie wir Neugierde wecken und die Neugierde, wenn ich in die Natur gehe und Dinge angucke, öffnet. Die öffnet, wenn ich ein Buch aufschlage und lese, die öffnet aber auch, wenn ich einen bestimmten Film angucke, wenn ich ihn bewusst wahrnehme, bewusst konsumiere, wenn ich mich anderen Menschen öffne im Gespräch. Also das Zulassen Welt, ja. Wo wir wieder bei der Zeit wären auch, ne? Ja, ja genau. Also Welt zu erkunden, dann sind wir wieder beim Weltlesen, wenn ich das Welt als Objekt sehe. Ja, genau. Also diese Neugierde, sich darauf einzulassen und offen zu sein, die finde ich unglaublich wichtig. Und die muss eben auch geboten werden und aber also da sind wir ganz bestimmt d'accord, das ist ja auch, wie gesagt, die Philosophie fing gewissermaßen mit dieser Art von Haltung an, dass man so eine Aufmerksamkeit, wie hängt denn das alles miteinander zusammen und Neugierde so Raum greifen lässt. Ne? Aber die Frage ist tatsächlich die Stimmung dazu, dass man sich zurückzieht aus der Welt, Ruhe hat, eine bestimmte Art von wirken lassen. So, und das ist, meine Befürchtung geht eher dahin, dass sich die Welt so verändert hat, dass wir diese Stimmung, die aber auch in Büchern schon eben als ästhetische Gestalt auch schon verkörpert ist, dass sich das verliert. Also so diese innere, oh, das interessiert mich, da weiter zu machen und ich kann das heute noch sagen, es gibt so eine Reihe von philosophischen Büchern, die sind, da quält man sich, sich da durchzubeißen. Wenn man aber die Neugierde trägt einen dann doch, weil man es wissen will, wie endet der Kriminalfall oder so, ne? Wer ist am Schluss der Mörder oder wie kann man den Gedanken dann zum Ende bringen? Merk aber, weil auch an der Hochschule, also auch in den Seminaren, weil ich das schon, sagen wir, seit Jahrzehnten mache, wie zum Beispiel so die Bereitschaft zur Lektüre, wie sich das extrem verschoben hat. Also so Phänomenologie des Geistes von Hegel, da sind wir irgendwie 10 Seiten weit gekommen in einem Semester. Und die Vorstellung zu sagen, lesen Sie es bitte bis dann ganz durch, das würde das passiert kaum mehr. Das sind ganz wenige, die das dann machen. Also zu der Neugierde gehört irgendwie, sagen wir, eine Gesamthaltung zur Welt, dass man nicht dauernd abgelenkt werden muss, nicht dauernd irgendwelchen neuen Reizen sich aussetzt, sondern sich mal zurückzieht und mal so einen dicken Roman oder irgendwas auf sich wirken lässt. Wenn ich mich ganz schnell ablenken lasse, dann bin ich nicht wirklich neugierig. Wenn ich neugierig bin, dann habe ich eine Konzentration und ein Einlassen und dann bleibe ich auch dran. Also dieses Wissen wollen, das müsste irgendwie geweckt werden. Ja, und auch erhalten bleiben, weil viele Kinder haben das doch eigentlich, oder? Und dann wird das irgendwann halt abgewürgt, weil die ganzen Termine da sind. Ja, die montags musst du dies machen, genau. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und am Freitag machst du autogenes Training für Kinder zur Entspannung. Irgendwie so. Und dann kommt dann eben noch Schule zu, dann das und das und das muss gemacht werden, das muss erledigt werden, diese Ruhe, diese Zeit, einfach da zu sitzen. Oder einfach auch sich dann eben entweder nach draußen zu begeben und in der Natur zu lesen oder einfach nur da zu sein, Gedanken nachzuhängen oder ein Buch zu nehmen, in Ruhe und zu wissen, ich habe jetzt die ganze Zeit Zeit. So,
So dieses, das können, dürfen viele Kinder schon nicht mehr. Mit Neugierde würde ich eben auch eine bestimmte Art von Stimmung verbinden, sich zu etwas zu verhalten. Also so, oh ja, nee, da bleibe ich mal jetzt am Ball. So, ne, das ist ja auch so einfach am Ball bleiben, die Ruhe dafür haben und dass die Gesellschaft in diesen hektischen Abläufen, dass sie das so verliert, natürlich auch immer unter dem Anreiz, was Neues, ne, wir gucken, wenn draußen was passiert, gucken wir sofort, was Neues ist zunächst mal verlockender, ne, könnte man unterstellen. Und deswegen wäre es einmal anleiten zum Lesen, das Gefühl zu geben, das ist gut, wäre natürlich gerade für Kinder und Jugendliche enorm wichtig. Leider ist er stattdessen irgendwie so jetzt eher Smartphone in den Vordergrund gerückt. Aber diese Dinge langfristig wissen wir ja gar nicht, ob das nicht auch wieder irgendwie zurückführt oder ob es da andere Dinge gibt. Literarisch gesehen war immer sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, Iris Radisch, die war lange Zeit Feuilletor-Chefin der Zeit. Und wir hatten die schon ein paar Mal hier in Aachen zu Veranstaltungen, auch im Krönungssaal mal. Und dann hat sie... Sie hat ein Buch geschrieben, warum die Franzosen so gute Bücher schreiben, und hat dann irgendwie ihre Erfahrung mit der französischen Literatur zusammengefasst in einem Buch, und wir hatten dann eben die gemeinsame Veranstaltung darüber, und ich weiß noch, als ich dann sie gefragt habe, so viele Sachen irgendwie so im Kopf noch haben, also diese ganzen Schriftsteller, die sie einschließlich der vielen Werke, die sie dann aufgereiht hat, und da kam eben etwas, was wirklich reizvoll klang in dem Moment, das sagt, das war mein Leben bisher. Ich hatte natürlich noch eins, aber gewissermaßen diese Bereicherung des Lebens so über Literatur. Und letzte Woche schrieb sie dann einen Satz, denn Sätze, die solche starken Stimmen hervorbringen, sie bezieht sich dabei dann irgendwie auf literarische Stimmen, Denn die Sätze, die solche starken Stimmen hervorbringen, fallen nicht leblos zu Boden und vermüllen anschließend die inneren Speicherplätze, sondern sie wirken nach und enthüllen Wahrheiten, die man nicht lehren, sondern nur erfahren kann. So wie man nach einer schweren Krankheit zu einem zweiten, demütigeren Leben kommen kann, in dem die Gesundheit nicht mehr selbstverständlich ist, sieht man nach der Lektüre großer Bücher klarer und erträgt die Zerbrechlichkeit und Absurdität des Lebens gelassener. Zerbrechlichkeit und Absurdität des Lebens. Vordergründig ist es ja so, dass man sich auf Lektüre und die Erfahrung mit Büchern, auch als ästhetische Werke, vordergründig ist es ja so ein bisschen Ablenkung, ne? Unterhaltung. Also ne, man nimmt sich irgendwie ein Buch und lässt sich davon unterhalten. Ich glaube schon, Kinder merken, dass das, was sie da lesen, aber irgendwie auch tiefer wirkt. Also es ist nicht einfach nur, ich lese eine Geschichte und lasse mich davon so ein bisschen aufwühlen und mitfühlen und weine mal und reg mich auf oder sonst irgendetwas, sondern es ist auch so, dass einem die Beschäftigung und die Inhalte ja auch so eine Art Halt gibt. Das ist praktisch die Frage, das, was wir dann lesen, vertiefen wir auf eine wahrscheinlich andere Art und Weise als Eindrücke, die wir sonst in der Welt irgendwie haben. Also die Frage, geht das, was wir lesen, tiefer? Ist das, was da bei ihr anklingt, was ihr anklingt, das berührt Ebenen, die uns gewissermaßen, sag mal, auf dem, wo wir die Welt existenziell wahrnehmen, also Absurdes, Bedrohliches und so weiter. Also wir haben ja so tiefere Schichten, wo es so ums Eingemachte geht. Und die Frage ist ein bisschen, ob dieser Zugang zu literarischen Situationen, ob der nicht wirklich auch die Fähigkeit hat, tiefer in uns hineinzureichen. Also das, was wir da lesen, nachvollziehen, uns in die Gestalten der anderen hineinversetzen, ob das nicht eine viel tiefere Wirkung hat als vieles, was wir sonst in der Welt erfahren. Kann es vielleicht, muss aber nicht. Ich glaube, das ist so wie bei Auseinandersetzungen mit ganz vielen anderen Dingen auch. Also
ich kann einen Stein in die Hand nehmen und mir kann sich ein ganzer Kosmos, eine ganze Welt erschließen, was ich aus diesem Stein lese, vielleicht ist auch das ein Lesen. Für andere ist es irgendwie ein Stolperstein oder wird komplett nicht beachtet, liegt irgendwo in der Landschaft zu Millionen rum und ist nichts. Also im Grunde, die Qualität ist nicht das, was ich da vor mir habe, ob das ein literarischer Text ist oder ein Blatt oder ein anderer Mensch oder was auch immer. Die Intensität, die Qualität, das ist meine Wahrnehmungsleistung. Und in einem glücklichen Fall kann ich aus einer Literatur sicherlich eine ganz tiefe Erfahrung machen, die mich prägt. Aber das muss ich mir mit meiner Wahrnehmung erarbeiten. Das ist eine Leistung, das ist eine... Oder eine Anstrengung aber auch. Oder zulassen einfach auch. Ne? Es kommt ja auch darauf an, ob ich da bereit bin dafür. Ich glaube nicht nur zulassen. Also so wie ich Wahrnehmung verstehe, ist das eine konstruktive Auseinandersetzung, wo sich nicht einfach Sinn erschließt, sondern ich bilde den Sinn in. Und wenn ich das nicht aktiv mache, rauscht es durch. Mhm. Und da kann Literatur natürlich eine wunderbare Vorlage sein für diesen Prozess und mir ganz tiefe Erfahrungen ermöglichen. Aber es können auch andere Dinge sein und Literatur kann aber auch so oberflächlich bleiben. Aber auch Alltagstexte können oberflächlich sein, können aber auch tiefer gehen. Dann ein bisschen anders gefragt, das könnte natürlich sein, wir lesen über irgendwas hinweg und es kommt gar nicht so richtig an uns heran, aber hätte Literatur, so qua Literatur, die gute Möglichkeit, diesen vertieften Zugang zu erzeugen, also dass es tief in uns hineinreicht, uns wirklich innerlich berührt, weil die Beschäftigung mit den Szenen, die geschildert werden zum Beispiel, oder Dramen oder sowas, ne? Dass die Art der Beschäftigung eben eine größere Nähe innerlich erzeugt oder eigene Dramaturgie erzeugt, als wenn wir was anderes wahrnehmen. Also ich nenne jetzt mal Beispiel die Szene, wo Hamlet da sitzt und sagt, sein oder nicht sein. Da geht es darum, irgendwie, ob er sich umbringt und, oder nur schläft, weil er irgendwie den Druck der Welt irgendwie nicht mehr aushält oder so die Zerrissenheit des Lebens nicht mehr aushält und wo er dann danach sucht, wie komme ich da raus. Das hat schon was sehr Eindringliches und da habe ich so gedacht, als ich das beim ersten Mal gelesen habe, puh, das könnte mir was anderes nicht so leicht so vermitteln. Also dazu bin ich zu sehr bildende Künstlerin, um zu sagen, auch Bilder können tiefe Wirkungen haben und können prägen. Ich wollte gerade sagen, Filme können das auch. Und wenn ich jetzt Theaterstücke. Michelangelo, Erschöpfung Adams, die aufeinander zureichenden Finger, die auch wieder kopiert und zitiert bis in die Filmgeschichte werden. Also da würde ich sagen, Literatur kann das auf jeden Fall, aber bildende Kunst kann das auch. Und da würde ich jetzt nicht Schriftsprache gegen Bildsprache gegeneinander ausspielen. Nee, würde ich auch nicht. Also auch nicht die Art, gewissermaßen das zu verarbeiten, weil normalerweise zum Beispiel beim Bild guckt man so drauf und hat irgendwie auch ein paar Momente, aber bei einem Buch ist... habe ich den Eindruck, das zieht einen doch tiefer hinein. Aber vielleicht ist das auch meine persönliche. Ja, genau. Ich denke auch, dass es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, die unsere Kultur bietet. Und dass man vielleicht auch das für sich findet, was zu einem passt. Das muss nicht unbedingt, ich finde es schade, wenn es nicht das Lesen ist, auch natürlich, weil ich es gerne mache, aber ich glaube nicht, dass es das alleine sein muss nur. Das denke ich auch. Also, für euch selber hättet ihr, würde euch spontan, ihr müsst es auch nicht sagen, aber spontan ein Buch, wo ihr sagen würdet, boah, das hat mich wirklich so auf dieser Ebene, die jetzt Iris Radisch da anspricht, also so die Brüchigkeit, die existenzielle Dimension des Lebens, einschließlich so Absurditäten und sonst, hättet ihr sofort eine Idee, was euch so da reingezogen hat und tief innerlich berührt, möglicherweise auch verunsichert? Von der Geschichte her würde ich
wo ich immer wieder so auch darauf zurückkomme, wenn ich an Absurdität und aufs Leben bezogen, dann denke ich an Warten auf Godot, aber das ist ein Theaterstück und da lebt es jetzt durch das gelesene Buch oder lebt es durch die Interpretation auf der Bühne. Auch das ist dann schon wieder vielschichtiger. Es ist ja jetzt kein Roman, wo ich jetzt alleine mit dem Buch bin. Ich habe es natürlich als Buch auch oder als Text. In Textform gelesen, aber es ist nicht so dieses nur Romantext und ich werde da reingezogen, aber es ist gut, ist ja auch Literatur, ne? Andere Form. Ja, ich habe es auch mal gelesen, finde auch gewissermaßen Beckett und all das sehr anziehend, hatte aber auch auf Dauer, es war auch ein bisschen mühsam, sich da durch die Szenen zu beißen, die langweilen sich ja viel, ne? Die ja, ich... Also, sagen wir mal, bei Hab. Ich finde, das war gar nicht schlimm. Wann habe ich denn schon mal die Chance, mich zu langweilen? Die Langeweile ist so gefüllt wie nur irgendwas. Also, ja. Gut, und dann das andere Buch, das hatte ich in dem anderen Gespräch auch, schon kurz erwähnt, das ist Laurence Stern, Leben und Ansichten des Tristram Shandy Gentleman. Auch durchaus absurd wirkendes Buch mit dem Versuch, eine Lebensgeschichte zu erzählen, und es scheitert an der Unmöglichkeit, das Leben in allen Facetten zu erzählen, und endet diverse Jahre vor Beginn des Einsetzens der Handlung und springt hin und her und versucht verzweifelt, alle Aspekte deutlich zu machen, und geht natürlich alles nicht und unterbricht und spielt mit den literarischen Mitteln und ist so vielfältig, dass sich dieses Buch für mich nicht erschöpft, und ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. Ich weiß nicht, ob ich es jemals zu Ende lesen werde, aber es begleitet mich, und ich weiß auch gar nicht, ob es möglich ist, es von hinten bis vorne zu lesen. Den hättest du auch ein Beispiel? Also was? Ja, zum Beispiel Silas Marner von George Eliot. Da wird eine Person beschrieben, eben der Silas Marner, ist mir total fremd, auch seine Lebensweise und so, aber das wird so gut beschrieben, oder George Eliot beschreibt das so gut oder ihn so gut, dass ich konnte mich gut reinversetzen, auch in seine Gefühlswelt, seine Gedanken, seine Ängste, seine Sorgen, seine Haltung, hochspannend, obwohl das komplett fremd war, das kann Literatur halt auch. Also die Möglichkeit halt bieten, wirklich auch in eine andere Rolle zu schlüpfen, sag ich mal. Das, was ich mal meinte mit diesem sich identifizieren vielleicht auch mit jemandem darüber, wenn das gut geschrieben ist. Also was heißt gut geschrieben? Gut geschrieben heißt ja immer eine Sprache, die mich anspricht. So, deswegen, ne, manche sagen ja so, die Schriftstellerin, den Schriftsteller kann ich gut lesen, der andere, nächste kann es nicht so gut. Es spielt ja auch immer eine Rolle, ob das so zu mir passt hier. Siri Hustvedt, ich weiß nicht, ob man sie so ausspricht, Hustvedt. Ist egal, weil wir sagen Hustvedt, die Norweger, die Amerikaner werden es wahrscheinlich nochmal anders. Die Entzauberung der Lili Dahl zum Beispiel war das letzte irgendwie, und das fand ich halt auch sehr spannend, weil es sich in einem ganz engen Radius innerhalb von einer Straße und ein bisschen außerhalb des Ortes noch, aber da sich so ein ganzer Kosmos auftut, und wenn man dann mal im täglichen Leben guckt, wo man sich selber aufhält immer, und das im Grunde genommen drumherum, das, was du eben auch meinst mit der Türklinke oder so, dieses, es spielt sich ja noch ganz viel nebenher, während mein Leben spielt und der Moment sich abspielt, wo ich gerade da bin oder woanders bin, da passiert ja immer noch ganz viel weiter auch und entwickelt sich auch weiter und hat auch wieder Nachfolgen halt. Und das, sowas, finde ich, wird durch solche Geschichten dann oder wird mir dann nochmal bewusster, durch die Literatur halt. Mhm. Also das kann Lesen auch, ne? von Büchern, von Geschichten. Mhm. Aber weil du gerade sagst, Siri Hustvedt, wir hatten die ja mal hier, und sie schreibt auch an einer Stelle, was ich so ein bisschen immer verblüffend finde, das gilt auch manchmal für Maler, dass sie an einer Stelle schreibt, die Texte, die sie schreibt, die fließen ihr gewissermaßen so aus der Feder, so
als würde sie gar nichts dabei denken. Sie hat manchmal den Eindruck, es fließt gewissermaßen durch ihre Hand beim Schreiben auf das leere Blatt, ohne dass sie das Gefühl hätte, sie würde das gewissermaßen über das Bewusstsein steuern oder planen oder sich eben so eine Konstruktion machen. Ne? Es gewissermaßen, diese Metapher des Fließens, also so richtig weiß man nicht. Man unterstellt ja irgendwas, denkt man sich dann doch dabei, oder? Also der Flow als Arbeitsprozess ist ja bekannt, ja, und auch sehr geschätzt als Zeit, die außerhalb der alltäglich empfundenen Zeit läuft. Und ich glaube, als bildende Künstlerin müssen wir da gar nicht lange suchen. Also mir geht es beim guten Arbeiten, wenn ich zeichne, wenn ich was auch immer künstlerisch arbeite, geht es eigentlich immer so, dass ich dann Zeit komplett weg ausblende, nicht mehr weiß, ob ich jetzt 10 Minuten an einer Sache gesessen habe oder 2 Stunden. Ja. Das ist, wenn ich wirklich drin bin, ist es dieser Fluss, und da denke ich dann auch nicht, warum habe ich jetzt den Draht so gebogen oder will ich den jetzt anders biegen oder brauche ich jetzt noch das Radiergummi oder nicht? Warum habe ich die Farbe genommen und nicht eine andere? Ja, genau. Das ist, glaube ich, in der bildenden Kunst noch sehr viel stärker so, dass es diesen Fluss geben kann, als vielleicht in der literarischen Arbeit, weil das ja doch noch aus meiner Sicht ein bisschen mehr mit Kontrolle zu tun hat, mit Selbstkontrolle. Und verbessert sie denn viel dann hinterher, wenn sie dann nachliest nach so einem Flow? Hat sie das auch erzählt? Oder ob sie nochmal reingeht oder ob es dann auch so steht? Ich glaube Letzteres, dass sie irgendwie geschrieben hat, also diese Dinge, die ich dann so hinschreibe, die fließen so aus mir heraus, als würde meine Hand, also so auch mit dieser Metapher, als würde gewissermaßen die Hand gewissermaßen die Schrift leiten. Das ist natürlich nur eine Metapher, sie weiß natürlich schon, dass das irgendwie auch über ihr Bewusstsein geht. Es ist vielleicht aber auch eine Art von, um produktiv sein zu können, sagen wir mal so ein Ausblenden, von anderen Dingen, also dass man sich nicht dauernd zum Beispiel überlegt, wie wird der Leser das empfinden und ist das überhaupt schlüssig oder sonst etwas, dass man sich da nicht ausbremst, sondern man lässt es einfach mal, ne, mit diesem. Ja, und bei Komponisten weiß man es auch, dass die unterschiedlich. Hier Mozart hat ja, wenn man die Partituren anguckt, da ist nichts rumgestrichen, nichts ausgestrichen, das ist so aus dem Raus, ist da gewesen halt. Und ob er es jetzt vorher im Kopf komponiert hat oder nicht, so wie Sirius vielleicht das im Kopf vorher sich besprochen hat oder sich ausgedacht hat oder es kommt so, okay. Und bei anderen Komponisten, Beethoven-Partituren, da irgendwie ist viel rumgestrichen, korrigiert, neu drüber geschrieben und sowas. Also eine andere Arbeitsweise auch teilweise, denke ich mal. Mhm. Das wird es ja bei Schriftstellern ja eben genauso geben. Dann. Also näher an der Kunst dran, zum Beispiel in so wissenschaftlichen oder auch philosophischen Texten, würde das gar nicht so gehen. Da überlegt man sich bei jedem Satz, ist das überhaupt richtig so oder müsste man nicht doch anders oder so, während der Künstler oder auch Schriftsteller wahrscheinlich dem einfach mal das mal laufen lassen muss, oder? Nein, würde ich nicht so sehen. Also das Laufen lassen, das ist eine Phase, aber das ist, dann kommt auch nochmal Überarbeiten und ich muss dann auf jeden Fall nochmal in einem anderen Bewusstsein drangehen und drauf gucken, hat das jetzt Bestand? Ja, muss ich das überarbeiten? Ist es fertig? Mhm. Ist es überhaupt was oder ist es nichts? Und ich denke, wie viel korrigiert wird und wie oft ich das wieder überarbeite und verfeinere und neu mache und in wie vielen Etappen ich das von der Skizze weiterentwickle zum fertigen Werk. Das ist sicherlich auch eine Typfrage und das wird in dem literarischen Schreiben so sein, das wird im wissenschaftlichen Schreiben so sein und das ist im künstlerischen Schaffen auch so. So, in dem Interview, was ihr schon geführt habt, da kommt auch zur Sprache, dass die Bücher oder das Geschriebene manchmal klüger ist als der Autor oder die Autorin. So, also gewissermaßen, es hat so sein eigenes Leben und ist vielleicht auch gar nicht in der ganzen Dimension
erfassbar von dem, der es geschrieben oder gemalt hat oder komponiert oder was auch immer. Aber wie kann man sich das vorstellen, so eine Verselbstständigung? Man schreibt irgendwas hin, die Literaturkritiker holen unheimlich viel raus und man selber würde denken, das wusste ich gar nicht, dass da so viel drinsteckt. Kann das auch sein? Ja klar, jeder liest ja mit seinem eigenen Hintergrund. Der eigenen Persönlichkeit. Also das kommt ja noch dazu, oder? Übrigens, selbst Goethe hat ja übernächste Woche, ich sage hier was zu Goethe, und selbst Goethe hat ja zu seinem Faust gesagt, er hat es teilweise auch ein bisschen wie ein Scherz gemeint, gemessen daran, wie viele Schüler und Professoren sich mit diesem Werk rumquälen, weiß man gar nicht, ob der das so ernst gemeint hat. Ja, aber dieses, dass das Werk sich selber gewissermaßen so eine verselbstständigt und aufgefasst wird und der Autor das von sich sagen würde, habe ich gar nicht gewusst, dass es so, da so viel drin steckt, würde doch zunächst mal verblüffen, oder? Wenn man immer eher denkt, der Autor sagt, die haben gar nicht gemerkt, wie viel ich da reingelegt habe. Und es gibt auch die umgekehrte Sicht. Ja klar, aber das finde ich eher also in Ausstellungen, wenn Gäste sich die Arbeiten angucken und mir was über meine Arbeiten erzählen, das ist schon häufiger mal passiert, dass das dass mich das schon auch erstaunt hat, was da rausgelesen wurde. Ob ich jetzt immer damit einverstanden bin oder nicht, ist ja eine zweite Sache. Darum geht es überhaupt nicht. Aber ich kann schon auch über die Lesweise des Betrachters oder der Betrachterin auch was lernen wieder. Doch schon, eigentlich. Und eigentlich spricht das für diese Erkenntnistheorie des Konstruktivismus, dass ich mir den Sinn selber baue und dass ich den halt aus dem Werk jeweils als Erkenntnisleistung selber entwickle und ich kann als Künstlerin ein Angebot machen und natürlich habe ich eine eigene Lesart und weiß, wie ich dazu gekommen bin, und aber jemand anders, der das sieht, baut sich seine eigene Sichtweise darauf und die ist natürlich geprägt von den Vorerfahrungen, die diese Person hat. Und das ist auch gut so und das erweitert das Werk. Ne? Und insofern kann es eigentlich gar nicht anders sein, als dass in dem Werk mehr drinsteckt, als die Autorin oder der bildende Künstler oder wer auch immer da reingesteckt hat. Es gibt ja ästhetische Theorien, die eher davon ausgehen, dass eben so in dem Kunstwerk die Intention, also auch in den beschriebenen, eben die Intention des Autors wiedergegeben wird. Was will er sagen? Was will er uns damit sagen, gewissermaßen? Ne? Und gerade vom Strukturalismus, der geht eben davon aus, das hat seine eigene, das Werk entwickelt seine eigene Struktur. Und die kann sich dann von den Ausgangsintentionen des Autors vollkommen lösen. Ne? Und vielleicht abschließend einfach mal doch noch mal einen kurzen Blick. Es geht eben hier um die Lesbarkeit der Welt, was unter den gegebenen Umständen so gar nicht jetzt wiederzugeben ist. Ist auch sehr tiefsinnig. Aber er beschreibt an einer Stelle etwas, was einen so auch einen anderen Blick auf Literatur werfen kann. Zwischen den Büchern und der Wirklichkeit ist eine alte Feindschaft gesetzt. Das Geschriebene schob sich an die Stelle der Wirklichkeit in der Funktion, sie als das endgültig Rubrizierte und Gesicherte überflüssig zu machen. Also gewissermaßen könnte man sagen, das geht mich mein Geschwätz von gestern an, aber wenn es da geschrieben steht, kriegt das gewissermaßen seine eigene Gewalt. Ne? Und dass dadurch eine Konkurrenz entsteht, die Platon schon geahnt hat, zwischen dem gesprochenen Wort, was eben auch ein bisschen flüchtig ist, aber viel lebendiger, und dem niedergeschriebenen Wort. Ne? Die geschriebene und schließlich gedruckte Tradition ist immer wieder zur Schwächung von Authentizität der Erfahrung geworden. Es gibt so etwas wie die Arroganz der Bücher durch ihre bloße Quantität, die schon nach einer gewissen Zeit schreibender Kultur den überwältigenden Eindruck erzeugt, hier müsse alles stehen und es sei sinnlos, in der Spanne des ohnehin allzu kurzen Lebens noch einmal hinzusehen und wahrzunehmen, was einmal zur Kenntnis genommen und gebracht worden war. Dahinter steckt eben der Gedanke, dass die Bücher, so wie sie da in diesen großen Regalen, dann die beanspruchen ja das eigentliche Wissen
zu verkörpern, während die Menschen gewissermaßen mit all ihren Schwächen und Flüchtigkeiten dem gegenüber verblassen. Das ist schon, merkt man, es kriegt natürlich so eine eigene Gewalt. Wie gesagt, schon der Vertrag, wenn er sagt, egal was du jetzt denkst, hier steht geschrieben mit deiner Unterschrift, Geschriebenes kriegt gewissermaßen die eigentliche Autorität und die eigentliche Macht. Jetzt war es, Schluss, wir können ja dann abschließen. Jetzt war es so, bei Platon, der dieses Problem gesehen hat und der meinte, das Geschriebene ist sowas Versteinertes. Das ist irgendwie fixiert, aber nicht mehr lebendig. Und der sagte dann, aber am Schluss kann ich es euch sagen, müsst ihr das Geschriebene doch wieder in die Lebendigkeit der Welt zurückholen. Da nützt euch nichts, wenn da geschrieben steht, ihr müsst was draus machen. So ähnlich wie eine Heiratsurkunde. Wenn ihr nichts draus macht, nützt es euch nichts, wenn das irgendwie da geschrieben steht. Ja, und das könnte man natürlich für Literatur insgesamt, die kann, sagen wir mal, noch so geistreich sein und geschliffen. Wenn die nicht wieder irgendwie ins Leben übersetzt wird, wenn die Leute nichts draus machen, nützt das Geschriebene auch nichts.